Abend zu einem Thema eingeladen, das in aller Munde ist. Und obwohl ich gar kein Freund bin von Schlagzeilen, die mit Fragezeichen enden, haben wir sowohl im Titel als auch im Untertitel für heute Abend gleich zwei Fragezeichen. Unterschätzt oder unterstützt, wie geht es weiter nach dem NSU-Schock? Seit dem 4. November kam sukzessive an die Öffentlichkeit, dass es seit Jahren, wahrscheinlich mindestens 13 Jahren, eine Mordserie in Deutschland an Migranten gibt. 9 Menschen mit explizit migrantischem Hintergrund wurden zwischen 2000 und 2006 ermordet. Nach dem, was bisher an die Öffentlichkeit gedrungen ist, handelt es sich dabei um die gleiche Gruppe von Tätern. Nicht nur wir sind überrascht, alle sind ziemlich überrascht. Beispielsweise habe ich mir mal ein Zitat rausgesucht vom früheren thüringischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel, der sagt, es ist mir völlig unverständlich, dass dies niemand gemerkt hat. Und Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm sagt, und ich muss, glaube ich, darauf hinweisen, dass ich das Interview, dieses Zitat gefunden habe, nachdem wir den Titel festgelegt haben, die Dienste haben die rechte Szene um die Jahrtausendwende nicht unterschätzt, sagt er. Aber das Gewaltpotenzial ist nicht gesehen worden. Ich denke, wir werden heute Abend diese Fragen nicht lösen, die sich stellen. Aber vielleicht können wir ein paar Ecken zusammentragen, ein paar Informationen dem hinzufügen, was wir alle schon aus der Zeitung kennen. Zwei Bezugspunkte, denke ich, haben wir heute Abend. Das eine ist, dass wir es offensichtlich mit einer völlig neuen Qualität rechtsradikaler Organisierung zu tun haben. Und der andere Punkt, der auch in der Mitte der öffentlichen Debatte steht, ist ein bisher ungeklärtes Verhältnis von Polizei und Sicherheitsbehörden zu diesen rechtsradikalen Strukturen. Eingeladen heute Abend habe ich Martina Renner. Martina Renner kommt aus Thüringen und ist dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Partei Die Linke im Thüringer Landtag. Außerdem ist sie innenpolitische Sprecherin. Ich glaube, Martina, du hast vorher auch als Sprecherin zu Rechtsextremismus gearbeitet, nicht? Sag selbst, ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fraktion, natürlich auch Themenfeld Rechtsextremismus und bin auch Autorin zum Beispiel im Rechten Rand, also habe verschiedene Zugänge zum Thema. Aber das heißt, du kennst das Milieu, über das wir heute Abend reden, schon länger und aus der Nähe. Unser anderer Gast ist Sönke Hilbrands. Sönke Hilbrands ist Strafverteidiger unter anderem in Terrorismusverfahren, in denen Polizei und Geheimdienste auch immer eine Rolle spielen. Außerdem ist er Mitglied im Vorstand des Republikanischen Anwältinnenvereins, der in den 70er Jahren gegründet wurde. In den letzten 20 Jahren zählt der Verein Opferperspektive e.V. 186 Todesopfer von rechtsradikaler, rassistischer Gewalt in Deutschland. Die Vorgänge, über die wir zurzeit reden, ist das eine Normalität oder gibt es da eine neue Qualität? Das ist eine andere Qualität. Neu ist sie ja nicht. Sie begleitet uns seit über 10 Jahren. Es ist eine andere Qualität. Bisher, die ganz erdrückende Zahl dieser 186 Toten, sind Taten, die jedenfalls nicht organisiert aus einer heimlichen Hinterhaltssituation, die lange geplant ist, heraus begangen worden sind. Sind Taten, die spontan aus Gruppenzusammenhängen an offensichtlich rassistisch ausgewählten Merkmalen der Opfer orientiert waren. Was die Merkmale angeht, ist auch diese Serie, oder passt diese Serie da rein, es ist eben eine Serie, es ist eine lang geplante Serie, ist aus dem Untergrund heraus und nicht nur aus einem abgedunkelten Milieu heraus begangen worden. Das ist eine neue Qualität oder ist eine andere Qualität. Man sollte vielleicht auch im Blick haben, dass sie eben jetzt zahlenmäßig bei den 186 zwar ins Gewicht fällt, weil jeder Mensch ins Gewicht fällt, aber zahlenmäßig noch nicht von der Opferbilanz her eine erdrückende Veranstaltung ist. Erdrückend ist was anderes. Erdrückend ist das hohe, der hohe Organisationsgrad, ist die Clandestinität und ist auch eine Täterstruktur, die sich ja offenbar zum Lebensprojekt gemacht hat, aus rassistischen Motiven Menschen zu jagen. Nicht selten ist ja auch bei rechten Tätern
sagen wir, ist das eben auch oder könnte es sich dabei um eine Lebensphase handeln. Hier haben wir es ganz eindeutig um Lebensprojekt, das sind Top-Kader gewesen, möglicherweise nicht einer großen Organisation, aber sozusagen Kader in eigener Sache. Das ist schon was Besonderes. Sonst gehen Top-Kader von Neonazi- oder Nazi-Organisationen, machen ja nicht unbedingt sonst die Dreckarbeit. Das ist eine Einschätzung, Martina, die du aus den 90er Jahren in Thüringen auch so nachvollziehen würdest. Ich glaube, ihr habt ja die Vorläufer, die Geschichten der Täterinnen und Täter, um die es jetzt geht, schon sehr früh verfolgt, beziehungsweise relativ weitgehend rekonstruieren können auch. Ja, also für die drei Toten in dieser Chronik Opfer rechter Gewalt, die aus Thüringen stammen, stimmt genau das, was Sönke jetzt skizziert hat. Aber wenn wir den europäischen Raum nochmal in den Blick nehmen, dann finde ich schon, gibt es Taten durch Neonazis, die durchaus auch Merkmale dieser Mordserie haben. Zum Beispiel der Sprengstoff und Anschlag, also mit Rohrbombe und Sprengfalle, also auch zwei Mittel, die durch NSU benutzt wurden, 1995 in Österreich, wo vier Roma zu Tode kamen. Oder Nagelbombenanschlag durch Combat 18-Hintergrund in Großbritannien, London. Oder eben auch der Mord an einem jüdischen Verleger- und Autorenpaar in Nürnberg. Damals ja Hoffmann-Gruppe zugeschrieben, nie vollständig geklärt. Aber das sind ja durchaus auch Taten, die bei dem ersten Bajuwarische Befreiungsfront, bei dem anderen Combat 18, dann Karl-Heinz Hoffmann in organisierten Strukturen begangen wurden. Das sind Taten, die eben oftmals nicht in der Bundesrepublik waren, aber wenn wir uns nachher nochmal zu den Strukturen der Dreien angucken, des Unterstützernetzwerks, dann werden wir auf diesen europäischen Rahmen kommen und ich glaube, dann muss man sich auch nochmal fragen, welche Vorläufer, Vorbilder es möglicherweise auch gerade für diese Neonazis gegeben hat in den jungen 90er Jahren. Manfred Röder, Solidarität spielte damals eine ganz große Rolle, sind sie 96 mit in Erscheinung getreten. Kontakte zu Karl-Heinz Hoffmann gibt es aus dem Kontext Jena bis heute. Also da müsste man tatsächlich noch mal gucken nach Vorbild, Vorwirke, Funktionen auch. Der wohl überraschendste Aspekt ist ja, dass diese rechtsradikale Täterschaft über Jahre hinweg, 13 Jahre, eklatant übersehen wurde. Eine Standardantwort der Ermittlungsbehörden, warum das so gewesen ist in den letzten Wochen, lautet, ja, das sei ja gar kein typisches Tatbegehungsmuster, es gibt kein Bekennerschreiben, Stichwort Bajuwarische Befreiungsfront, wo ja sehr viel Papier meines Wissens produziert wurde. Ist das eine valide Erklärung? Ja, ich glaube, es gab auch Ermittlungsansätze, man sollte das nicht generalisieren. Es gab durch einen Profiler in München durchaus auch den Ansatz zu sagen, es könnte sich um eine rechtsextreme Mordserie handeln. Dieser Ermittlungsansatz ist dann unter vielen Ansätzen subsumiert worden und dann am Schluss in den Hintergrund getreten. Alle anderen Möglichkeiten, ist ja auch in der Debatte bekannt, Drogen, Schutzgeld, ethnische Auseinandersetzungen und sowas, sind nach vorne getreten. Und ja, auch in den Medien, sagen wir mal, vor der Grundlage einer sozusagen auch rassistischen Vorgefasstheit, was man nun gerade Migranten gegenüber, wenn man das Themenfeld Kriminalität aufmacht, zuschreibt, natürlich auch gerne und begierig aufgenommen worden in den Medien. Man muss auch sagen, aber auch linke Journalistinnen, antifaschistische Zusammenhänge haben auch nicht von sich aus, bis auf ganz, ganz kleine Ausnahmen, es gibt eine kleine Anfrage meiner Kollegin im Bundestag zu der Mordserie, an keiner Stelle gesagt, guckt euch mal diese Mordserie an, die könnte auch einen rechtsextremen Kontext haben. Dieses Versagen ist sehr generell und es hat was mit dem Alltagsrassismus in der Gesellschaft zu tun. Deswegen wäre ich jetzt vorsichtig, im Nachhinein ist man immer klüger. Es gibt natürlich Tatmerkmale, die durchaus übereinstimmen und da ist natürlich die Frage, wieso die nicht aufgefallen sind. Das ist natürlich zum einen die Tatwaffe, die in allen Fällen verwandt wurde, eine spezielle Cesca, die nur in der Schweiz durch eine Spezialfirma bearbeitet ist und ein geringer Stückzahl überhaupt erst in Umlauf gebracht ist. Dann das Tatmerkmal, dass ein Fahrrad benutzt wurde, dass Fahrräder benutzt wurden und alle sind Gewerbetreibende, also Migranten, die ein Kleingeschäft haben, ein Imbiss, etc. Also es gibt natürlich Tatmerkmale, die aus heutiger Sicht identisch sind, aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, von vornherein
Dahinter steht jetzt sozusagen eine ganz große Verdrängung und so weiter der Sicherheitsbehörden, weil es diese Verdrängung auch woanders gab. Also da, finde ich, müssen wir auch sehr selbstkritisch sein in unsere eigenen Zusammenhänge hinein. So einer kriminalistischen Perspektive würde ich auch sagen, man kann daran erkennen, wie massiv organisierte Kriminalität überschätzt wird. Dass also zumindest die Masse der Journalie eigentlich gerne geglaubt hat, es könnte entweder Drogen sein oder es könnte ein sozusagen brutales Inkasso für Privatkredite sein oder was war noch, Geldwäsche oder irgendwie sowas. Und es könnte also organisierte Kriminalität sein. Und zufällig ist aber auch das, was in Deutschland sowohl von Seiten der Behörden als auch von Seiten der VS-Ämter, wenn sie da sich mit befassen müssen, oder dürfen, und auch von Seiten der Journalie wird organisierte Kriminalität, OK abgekürzt, auch immer als eine ethnische Veranstaltung angesehen. Die chinesischen Tiraden, die kurdische Drogenmafia, die, ich weiß nicht was, die italienische Mafia, die amerikanisch-italienische Mafia, also diese ganzen Schreckgespenster sind auch immer ethnisch konstituiert. Und dann gibt es eine Tötungsserie an einem überwiegend türkischen Staatsangehörigen, liegt es dann irgendwie nahe, sozusagen dann gleich OK auch vorzubringen, und das glaubt dann auch jeder. Also auch das OK, das organisierte Kriminalitätskonzept, ist ein in einem wesentlichen Kern rassistisches Konzept. Aber das würde im Kontext unseres Veranstaltungstitels erstmal bedeuten, es gibt zumindest eine Unterschätzung oder gab offensichtlich eine Unterschätzung von organisierten rechtsradikalen Strukturen. Ein Punkt, über den sich bisher, glaube ich, alle einig sind. Aber vielleicht gucken wir vom Ende noch mal ein bisschen auf den Anfang der Ereignisserie. Nach verschiedenen Aktionen in Jena sind die drei Täter, Beate Zschäper, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, 98 untergetaucht. In der Rekonstruktion, beziehungsweise auch in eurer Erinnerung, wann würdest du sagen, wurden eigentlich Polizei und Sicherheitsdienste auf diese drei Täter und ihr Umfeld aufmerksam? Das kann man ganz genau in das Jahr 95 datieren. Das mag jetzt auch zum Teil erschrecken, weil man glaubt, ja, die drei sind erst mit der Razzia in den Garagen, wo Rohrbomben und Zubehör zum Sprengstoffbau gefunden wurde, polizeilich in Erscheinung getreten. Die haben eine eben schon lange Vita in der Nazi-Szene in Thüringen, muss man sagen. Sie waren nicht nur in Jena aktiv, sondern ihre Bezüge reichen auch nach Saalfeld-Rudolstadt oder nach Gera oder eben auch nach Westthüringen. Angefangen hat es, womit es häufig anfängt, Propagandadelikte, 86a, Gauwinkel, verbotene Konzerte, dann gefährliche Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Zuge von Kontrollen des Fahrzeuges oder eben auch Aktionen in Jena, wo sie auf eine Polizeiwache eingedrungen sind und versucht haben, diese mit einer Paintball-Waffe, mit Eiern oder Farbpatronen zu beschießen. Dann natürlich die ganzen, und da muss man noch dazu sagen, das passt zu der Frage vorher, welche Anhaltspunkte gab es? Es gab zig Waffenfunde, Hinweise in Thüringen auf Waffenbesitz, Waffenpraxis bei Neonazis in dem Zusammenhang. Es gab auch eine Razzia in einem Fahrzeug, wo drei angetroffen wurden, aber auch weitere Jena dabei waren, mit entsprechend schon, ich sag mal, Gaspistolen, Wurfstern, etc. Aber eine größere Geschichte damals in einem Treffpunkt des THS, Thüringer Heimatschutz, zu dem diese Kameradschaft Jena ja zählte, hat ja auch eine ganze Menge an weiteren Waffenfunden in Gaststätte Heilsberg zutage gefördert. Es war überall offen davon die Rede, es finden Wehrsportübungen in den Wäldern statt. Das war Realität. Und in diesem Kontext ist diese Gruppierung entstanden und hat sich auch radikalisiert. Und eben nicht nur die drei. Also das war uns von Anfang an klar, als es diese Richtung nahm. Da haben wir ein pathologisches Trio, einen wie bizarren VS-Chef in Thüringen, der möglicherweise da verstrickt ist, und einen vollkommen naiven SPD-Innenminister. Und diese Ausgangslage, die muss man ganz klar verneinen. Das ist nicht die Entstehungsgeschichte dieses Trios. Es ist damals schon eine Struktur, in der die drei agiert haben, mit der die drei damals zusammen diese
ich sag mal, Sprengvorrichtungen gebaut haben, die Bombenattrappen in Thüringen platziert haben, die Briefbomben losgeschickt haben. Das war ja dann die Geschichte, die zu der Razzia führte in der Garage. Und diese Bezüge sind bis heute aktiv. Und wir sehen ja in den letzten Tagen auch, die geht ja auch mittlerweile das BKA und BND und was weiß ich nach. Aber vielleicht noch mal kurz das letzte Stichwort. Ja. Einerseits sind die als Aktivisten, militante Aktivisten, Gewalttäter zu dem Zeitpunkt früh bekannt. Was ich überraschend finde, ist A, dass zu dem Zeitpunkt ihres Untertauchens nach dieser Razzia in der Garage sämtliche Landespolizei- und Geheimdienststrukturen, aber auch übergeordnete Geheimdienststrukturen offensichtlich schon mit dem Fall befasst sind. Also zwar sind bestimmte Sachen über den militärischen Abschirmdienst wieder relativiert worden. Klar ist aber, dass die einen V-Mann in der Nähe hatten und zu dem Zeitpunkt schon an den Ermittlungen beteiligt waren. Das Bundesamt war offensichtlich in irgendeiner Art und Weise involviert. Man fragt sich von außen natürlich, zusammen mit den verschiedenen Pannen, die dann die verschiedenen Polizeiapparate und Sicherheitsapparate, für die sie sich gegenseitig verantwortlich machen, zu denen du vielleicht auch gleich nochmal sagen kannst, was da eigentlich diskutiert wird. Wie konnten die Leute eigentlich untertauchen und so lange verdeckt sein mit dem Blick nach hinten? Ja, es wird ja teilweise verkürzt jetzt so ein bisschen auf die Frage, ist Beate Schepe V-Frau oder nicht? Und ich sage, um den Einfluss der Geheimdienste in der Sache deutlich zu machen, brauche ich keinen der dreien, der konkret V-Mann oder V-Frau war. Das Ganze ist viel, ich sag mal, tief durchdrungener vom VS, als wir uns das vielleicht so einfach vorstellen. Der VS war es, der damals überhaupt der Polizei den Tipp gegeben hat auf die Garage hin, in der dann diese Rohrbomben gefunden waren. Der VS hatte die schon lange im Blick gehabt und hat im Grunde das gesamte Umfeld infiltriert. Also es ist auch nicht entscheidend, ob jetzt eine der drei V-Frauen waren für die Fragen, ob beim Untertauchen geholfen wurde. Entscheidend ist, dass wenn im Umfeld genügend V-Leute waren, haben die Sicherheitsbehörden über diese V-Leute sowohl A von den konkreten Fluchtabsichten gewusst, die waren schon relativ weit vordiskutiert damals, also man sprach dann davon, wenn etwas passiert, gehen wir nach Belgien, da wollte man bestimmte Platten und andere Netzwerke auch nutzen. Eigentlich war vorgesehen, in die USA sich abzusetzen, das hat dann nicht funktioniert. Und nicht nur Tino Brandt, also der ja jetzt auch eine Rolle spielt als Chef des Thüringer Heimatschutzes, der ja als V-Mann dann auch enttarnt wurde und natürlich sehr eng mit diesen zusammen ja, in einer Gruppierung agierte und die sehr gut kannte. Es gibt weitere V-Leute in der näheren Umgebung des THS, das ist Jörg Krautheim in Gera, der enttarnt wurde und es gab kein Dementi vom Verfassungsschutz. Marcel Degner ist eine ganz wichtige Person in dem Zusammenhang. Er war Sektionschef von Platt & Anna in Thüringen, ist 2001 enttarnt worden. Zu diesem sind mittlerweile und insgesamt zum Platt & Anna-Netzwerk ganz klar auch die Bezüge klar. Und wenn man Polizisten in Thüringen fragt, die natürlich sich jetzt auch heute fragen, wie konnte das sein, dass die entwischen konnten? Das ist für die Polizei auch wirklich eine der zentralen Fragen natürlich auch in der eigenen Aufarbeitung jetzt. Dann sagen sie, wir können uns das nicht vorstellen. Der VS war damals so tief drinne. Die haben uns als Polizei jedes Wochenende detailliert Informationen gegeben, was die Nazis vorhaben. Wir wussten Bescheid über die V-Leute, über alles, was sie machen. Wer mit wem, in welchem Auto, wohin fährt, sich dort trifft, mit wem, um was es in den Gesprächen geht, welches Konzert organisiert wird, wo die Gelder hinfließen, welche Bands kommen und so weiter. Dass sie das nicht wussten, kann nicht sein, das sagt die Polizei, weil der VS in Thüringen wirklich diese Szene absolut durchsetzt hatte. Wahrscheinlich nicht nur in Thüringen, das ist aber dann, ich kann jetzt nur für das sprechen, irgendwie was bei uns ist. Deswegen die Frage, hat der VS gewusst, dass sie abtauchen wollen? Hat der VS dann später gewusst, wo sie sind? Das ist eigentlich klar zu bejahen. Und da gibt es ja dann auch, wer jetzt da verfolgt hat die letzten Tage, die Pressemeldung, die Vorgänge 2000 in Chemnitz, wo der Thüringer Verfassungsschutz sie observiert, fotografiert und eindeutig zuordnet. Das ist Uwe Böhnhardt auf dem Foto. Der VS in Sachsen hinzugezogen wird, weiterhin dann auch im September eine Videoaufnahme anfertigt. Klar, das ist Frau Schepe, die geht in das Haus Bernhardstraße 11, die trifft sich dort mit sächsischen Neonazis, die wiederum aus dem Platt & Anna-Kontext kommen, Mandy Struck und Kai Seidel. Diese Informationen lagen alle
klar auf der Hand. Es war bekannt in Chemnitz, wo sie sind, mit wem sie sich treffen. Und dann ist nichts passiert, trotz Haftbefehl. Das ist die Frage, die im Augenblick im Raum steht, dass der VS wusste, wo sie sind, spät, also mindestens bis 2001, dann hat er vielleicht auch den Kontakt verloren, weiß man jetzt nicht. Das ist das eine. Aber das andere ist, und das ist das, was eben auch die Frage Richtung Polizei geht und Richtung LKA geht, und zwar Thüringen und Sachsen, wenn es die Hinweise dann gab, warum ist kein Zugriff organisiert worden? Und dafür gibt es im Augenblick noch keine glaubwürdige Erklärung. Die öffentliche Argumentation der Polizei, um nochmal ganz kurz nachzufragen, war ja, sie haben mehrere Zugriffe unternommen, wurden aber immer zu spät informiert vom Verfassungsschutz. Also es gibt eine Darstellung des MDR, der sagt, ein Zugriff ist vorbereitet worden durch SEK und ist dann gestoppt worden auf Behördenweisung von ganz oben, möglicherweise auch mit Ministerwissen. Das hat das LKA Thüringen dementiert. Es hätte nie einen Zugriff geplant. Und dann kommt die Frage, warum? Weil wenn ich drei habe, die wegen eines schweren Verbrechens, es ging um die Herbeiführung eines Sprengstoffdeliktes, in der Fahndung sind und ich habe ernstzunehmende Hinweise und Belege, wo sie sind und wem sie sich treffen, dann hat die Polizei jede Möglichkeit und nutzt sie auch in anderen Fällen mit Observation und dann Herzuziehung von SEK, einen Zugriff zu organisieren. In Chemnitz ist die Alarmierungszeit für das SEK, ich rede jetzt von Sachsen, 25 Minuten. Ja? Dort heißt es, sie haben von Thüringen nie, sie haben sich an Thüringen gewandt und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und Thüringen hätte geblockt. Und das ist genau der Grund, wo wir im Augenblick auch im Ausschuss und so weiter nicht weiterkommen, weil wir die Frage nach dem Warum ist der Zugriff nicht stattgegeben worden, warum ist er nicht veranlasst worden, da kommen wir nicht weiter. Und dieses Warum, das muss jetzt aufgeklärt werden. Ist es die Missachtung dessen, was der Tathintergrund ist bei denen? Also sagt man, ach, drei Jahre her, die haben, ich sag mal, mit Sprengstoff gespielt, das machen doch alle jungen Leute mal und wir müssen uns gerade auf was, nein, das ist zum Teil, wird das formuliert so, ja. Wir müssen uns mal gerade mit was anderem beschäftigen, was viel wichtiger ist, da kommt wieder das Frage, ne? Dann haben wir neue Themen und die werden prioritär behandelt, ne? Und nicht diese Geschichte. Oder, und das ist das andere, was aufgearbeitet werden muss, gibt es eine Ebene, die gesagt hat, wir stoppen diesen polizeilichen Zugriff an irgendeiner Stelle, weil ich nicht unterstellen möchte, dass die Polizei es von sich aus verhindert hat. Dafür gibt es einfach auch, ich sag mal, bestimmte Erfahrungen in Thüringen, dass sie durchaus auch mit hohem Verfolgungsdruck zum Teil, also ich will es nicht generalisieren, aber zum Teil auch sozusagen rechtsextreme Gewalt und Straftaten begegnet sind als Polizei. Ich sehe da kein systematisch strukturelles Problem wie beim VS. Beim VS haben wir eine andere Aufstellung. Deswegen glaube ich, dass LKA, also dieser Zugriff kann nur durch eine höhere, möglicherweise auch politische Ebene aufgehalten worden sein. Das würde voraussetzen, zum einen, wir suchen im Geschäftsbereich der Innenministerien, zweitens, der Fall war politisch ganz hoch aufgehängt, was auch nicht bei normalen Fahndungsmethoden oder Fahndungsfällen der Fall ist. Ich finde, also du bist die Politikerin aus dem betroffenen Bundesland, ich bin jetzt mal Bürger, ich würde ja auch fragen, wie viele VPs hatte das LKA eigentlich in der Szene? Darüber ist noch überhaupt nicht geredet worden. VPs vom LKA gibt es ja eben auch. Und hier sind ja zwei LKA am Start, auch in der frühen Phase, nämlich Sachsen und Thüringen, genauso wie zwei Nachrichtendienste am Start sind, wenn man mal bedenkt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz bei einer überregionalen Bedeutung genauso auch noch mit dabei sein kann, auch eigene VPs führt, die auch nicht koordiniert mit denen der anderen Bundesländer. VPs, Vertrauenspersonen, also was wir jetzt hier im Weiteren V-Leute nennen. Also wir reden da immer über das gleiche Phänomen. Das unterscheidet sich bei Polizei und Geheimdiensten jetzt auch nicht grundlegend in der Arbeitsweise. Also wir haben noch viel mehr Akteure und diese Gestalten neigen, und ich glaube, die neigen vor allem auch in der Nazi-Szene dazu, ein doppeltes Spiel zu spielen. Das heißt, wir den Punkt, wo ich gerade mal nachhaken würde, weil ich meine, was wir aus der Presse wissen, ist, dass im Fall Dienel und anderen offensichtlich extrem hohe Summen an diese V-Leute rausgereicht wurden, die sich später damit gebrüstet haben, Strukturen aufgebaut zu haben, also das selbstlos verwendet zu haben.
Die Rede ist bis zu 250.000 allein in Thüringen über 2 V-Leute. Das scheint, also das Selbstverständnis von V-Leuten in der rechtsradikalen Szene scheint sich zu unterscheiden von dem, was wir aus anderen Ermittlungskomplexen, sage ich mal, kennen. Würde ich ganz deutlich unterstreichen. Also mir zieht mir die Schuhe aus. Muss man vielleicht sagen, auch bei 200.000 DM gezahlt über 10 Jahre kann man vielleicht noch keine Parteistruktur mitgründen, aber es macht doch was aus, zumal in Strukturen, die auch vorher nicht als wirklich arm galten und du hast ja auch schon einige der Namen genannt, auch über also wirklich reiche Gönner verfügt haben und sich dann noch szenenintern und ja eigentlich bis, dass es in den Medien landet, damit zu brüsten, das zeugt also von einem enormen Selbstbewusstsein, fast schon dem Gefühl, man könne eigentlich gar nicht für seine Untaten verfolgt werden. Und es ist in der Tat ein krasser Unterschied zwischen dem Umgang mit V-Leuten bei den Nazis gegen den Umgang mit V-Leuten in der linken Szene. Da zu sehen, bei den Nazis waren sie offenbar bei den Top-Kadern dran. Organisierte Strukturen, gefährliche militante Typen, zum Teil auch Straftäter, was dann so ungefähr auch fast jeder wusste. Das sind alles Kriterien, die würde bei links zum sofortigen Ausschluss einer Person als Ziel, also Ziel des Anquatschversuchs gelten. Also das ist mir wirklich, mir ist kein einziger Fall bekannt, jetzt aus der strafrechtlichen Sicht oder auch aus den Medien, wo ich das Gefühl hätte, naja, also da müssen sie ganz oben jemand dabei gehabt haben, Ausnahme Linkspartei vielleicht. Also dass dann, ja Entschuldigung, aber dass dann nachdienstliche Mittel angewandt werden, das ist ja nun also 1000-mal eingestanden, also wisst ihr nicht, wer dabei ist. Ja? Da könnte es sein. Das ist auch eine Struktur, die dauerhaft genug ist, um also irgendwann ganz oben jemanden zu haben. Aber jetzt mal wieder weg hier von kompromittierenden Thesen. Also sonst ist das in der Linken, ja, also vielleicht nur bei ein paar Verlagen oder sowas. Ja? Oder bei der DKP. Aber eben in anderen, also gerade auch in solchen nervöseren Strukturen, wo es um Aktionismus geht, wäre das sehr, sehr ungewöhnlich. Also es gibt auch einfach einen Beleg dafür. Also Tino Brandt war 2001 bei Dr. Klaus Nordbruch in Südafrika zu Gast. Glühender Antisemit, Buchautor, auch oft Referent von Burschenschaften bis militanten Strukturen in der Bundesrepublik, also militanten Nazi-Strukturen. Und er hält dort quasi den Ritterschlag. Also es wird gesagt, ja, V-Mann, klar, aber Tino Brandt hat es immer geschafft, irgendwie sozusagen doppeltes Spiel zu betreiben und das Geld in Anführungsstrichen irgendwie Bewegung fließen zu lassen und deswegen wird er quasi von Dr. Klaus Nordbruch rehabilitiert. Ja, und das hat eine Wirkung in die Szene. Dr. Klaus Nordbruch, das ist ein Neonazi, der in Südafrika lebt, irgendwie hat er erst hier in der Bundeswehrkarriere gemacht, ist dann dorthin gegangen und hat dann dort entsprechend seine rassistischen und antisemitischen Ansichten ausleben können. Hat dort eine Farm und hat auch oft Neonazis zu Gast, darunter eben auch Tino Brandt, nachdem er enttarnt wurde, dazu muss man dazu sagen, aber auch ein Jahr vorher André Kapke, der mittlerweile auch bekannt ist, Thüringer Neonazi, oder Mario Prehme, ein Nazi aus Rudolstadt, die dort auch ein- und ausgegangen sind, auch andere Thüringer Nazis. Das heißt, dieses Doppelspiel, was da gerade angesprochen wird, also Kader, die auch ihre Tätigkeit für den Verfassungsschutz wieder nutzen, für die eigene Szene. Das ist nicht nur eine Vermutung, sondern das kann man zum Beispiel bei Tino Brandt ganz einfach nachweisen. Das ist so. Und die werden auch nicht rausgeschmissen. Also die Legende der Ämter und auch der Dienste ist ja, wenn unsere VP verbrannt ist, also wenn die offen ist, dann hat die kein schönes Leben mehr, dann müssen wir denen das Gesicht umoperieren und sie in irgendwie einen anderen Bundesstaat schicken, wo sie einen neuen Namen annehmen. Und solche Tränendrüsengeschichten. Und das scheint bei Nazis überhaupt nicht zu gelten. Diese Szene hat ein ganz weites Herz offensichtlich, wo also die Top-Leute dann auch auf der Gehaltsliste der Dienste stehen können und dürfen danach aber szeneintern weitermachen. Also aber der Punkt, der daran ja bemerkenswert ist, dass das auf der anderen Seite offensichtlich auch auf Einstellungen trifft, die, ich will nicht sagen ähnlich sind, aber zumindest kompatibel. Also nach allem, was ich jetzt im Nachhinein zu einem Behördenleiter Röver lese, ist es ein Mann, der sich zumindest in einem sehr konservativen Umfeld bewegt. Es gibt bestimmte Landesämter, wie zum Beispiel Hessen, die gelten, weil sie schon immer von der CDU regiert wurden, als sehr, sehr konservativ mit einer ausdrücklichen antikommunistischen Präferenz.
In dem Fall wird es deshalb relevant, weil wesentliche Ereignisse in Thüringen und in Hessen stattfinden. Beispielsweise nach 6 Jahren der letzte rassistische Mordfall, von dem wir wissen, in Kassel, wo ein Verfassungsschützer, ein Mitarbeiter des Landesamtes Hessen anwesend ist, kurz vor oder während der Tat. Ein Mann, gegen den dann intern auch ermittelt wird. Auch der hat offensichtlich eine rechtsradikale Grundeinstellung, zumindest mal gehabt in seiner Jugend. Das Verfahren wird eingestellt. Angeblich ist er auch an anderen Tatorten in der Nähe gewesen. Man weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt. Wie wird bei euch so eine Geschichte diskutiert? Ja, also wir gucken uns ganz genau an, wer damals Entscheidungsträger in VS, Polizei und Justiz war. Weil man kann nicht ausschließen, dass eben sozusagen auch Personen, die, ich sag mal, ideologisch, politisch vorgeprägt sind, dort in eine oder andere Richtung entschieden haben. Und natürlich sind viele leitende Beamte in Thüringen aus Bayern und Hessen gekommen, haben sogenannte Aufbauarbeit gemacht und haben natürlich auch bestimmte Prägungen, die sie aus ihrer Ausbildung vor Ort erhalten haben oder im politischen Kontext, den sie waren, weil man hat natürlich dann auch von der CDU gezielt CDU-Parteigänger nach Thüringen geholt, weil man sich ja sicher sein wollte, dass entsprechend dann die Behörde so aufgebaut wird. Da ist natürlich, sind natürlich Leute dabei, die, sagen wir mal, aus der Stahlhelm-Fraktion kommen. Da sind natürlich Leute dabei, die durch den Antikommunismus geprägt sind, die auch noch in Zeiten des Kalten Krieges politisiert wurden oder ihre politische Laufbahn begonnen haben. Die kommen jetzt in ein Bundesland, wo sie sich umzingelt fühlen von Kommunisten. Ja? Also an jeder Ecke. Ich meine, das war ja in Hessen nicht gerade so das Problem. Ja? Also, aber jetzt irgendwie ist es die zweitstärkste Fraktion und man trifft sie also selbst in der eigenen Behörde wahrscheinlich permanent an, weil natürlich sind auch Teile noch des Apparates in den Sicherheitsbehörden, ehemalige Angehörige der Sicherheitsorgane der DDR, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, und da treten die natürlich sozusagen erstmal am Rad, ne? Also weil das ist ihre Hauptauseinandersetzung, und wenn man sich die Jahre anguckt, was dann alles angestrengt wurde gegen Gewerkschafter, gegen damals PDS und andere, ist das ja auch genau der Hauptfokus. Da werden Broschüren produziert und Filmchen gemacht und alles Mögliche, um nachzuweisen, wer von denen in Wirklichkeit irgendwie bis heute irgendwie von Moskau fremdgelenkt ist und so weiter. Ne? Das verschlingt unheimlich viel Kapazität, und da kann man auch, ich sag mal, noch nicht mal aus geistiger Kumpanei mit den Neonazis, sondern allein, weil man den eigentlichen Fokus vollkommen falsch im Blick hat, die Neonazis sozusagen rechts liegen lassen. Da muss ich denen noch nicht unterstellen, dass sie sozusagen da eine Gesinnungsfreundlichkeit denen gegenüber haben. Ne? Das wäre der Schritt weiter. Da müsste man sicherlich bei den einen oder anderen, bei diesem V-Mann-Führer aus Hessen, da steht es außer Frage. Aber für Thüringen können wir das nur nicht mit Sicherheit sagen. Und auch Herr Röver in den Jahren ist eine zwiespältige Person. Also, ne? Also er ist auch, ne? Also da muss man, glaube ich, auch, weil er zum Beispiel auch Teile des CDU-Apparates durch seine angreift. Also das ist nicht so einfach. Ich wollte mal was von vorhin sagen, weil ich es vergessen habe. Die Frage war, wenn, dann hätte das auf höchster Ebene irgendwo abgehandelt werden müssen. Da gab es jetzt die Tage in der Thüringer Landeszeitung nochmal einen Hinweis zu, und ich glaube, der ist ja richtig. Dieses Unbehagen beim LKA, das der Zugriff nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, das Unbehagen in der Justiz, bei der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren irgendwann 2003 wegen Verjährung eingestellt werden muss. Also wir sind im Jahr 2001 und 2002. Alle sehen das eigentliche erfolgreiche LKA Thüringen, was sonst jede Zielfahne hinkriegt. In dem Falle klappt nichts oder darf nichts klappen. Ich lasse das mal offen. Aber auf jeden Fall merken das die handelnden Beamten. Das merken auch die handelnden Beamten in der Staatsanwaltschaft. Das wird so weit getrieben, also dieses Unbehagen, dass es auf höchster Ebene Gespräche gibt. Einmal zwischen dem Generalstaatsanwalt und dem Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, das war zu dem Zeitpunkt schon Herr Sippel, und aber auch Staatssekretärsebene. Es gibt ein Gespräch auf Staatssekretärsebene zwischen Staatssekretär Justiz und Staatssekretär Innenministerium, und da geht es konkret um die Fragestellung in diesem Gespräch, dass es endlich aufhören muss, dass das LKA durch das Landesamt für Verfassungsschutz bei seinen Fahndungsermittlungen behindert wird. Und also die Involvierung der höchsten Ebene oder der hohen Ebene ist klar. Ne, die steht in Thüringen in der Zeitung. Die Frage ist nur, was ist aus diesem Gespräch herausgekommen? Hat man sich dann gesagt, okay,
das Landesamt hat bestimmte Ziele, die wir schützen müssen? Oder hat man in dem Gespräch gesagt, das ist alles falsche Verdächtigung, das Landesamt behindert das LKA nicht? Das ist derzeit unklar, aber dass diese höchste Ebene, die ja irgendwo dabei sein muss, wenn so etwas tatsächlich in die eine oder andere Richtung gelenkt wird, diesen Fall behandelt hat, das steht mittlerweile in Thüringen außer Zweifel. Aber ich würde vielleicht noch mal kurz zurückkommen auf diesen Fall Kassel, weil dieser Mord, 4. April, an Halit Yozgat, in einem Internetcafé, glaube ich, wo dieser V-Mann-Führer Andreas Thema anwesend war, weist ja nur eine Menge Merkwürdigkeiten auf. Also seine offensichtliche Besonderheit ist, dass es der letzte Mord in dieser Serie war. Außerdem ist dort dieser Verfassungsschützer anwesend, der angeblich zu diesem Zeitpunkt im Bereich Ausländerextremismus eingesetzt war, früher aber im Bereich Rechtsextremismus, da auch selber noch mindestens eine Quelle geführt hat. Danach reißt das ab, ohne, soweit ich bisher weiß, dass das in der Öffentlichkeit oder sonst wie zu den Tätern gelangt sein kann, auf offenem Weg, die Informationen. Es gab da interne Ermittlungen. Der Mann ist nach oben gefallen, glaube ich. Der ist nicht mehr für den VS tätig, aber in der Staatskanzlei. Sönke, in irgendeinem Verfahren, wie würdest du das bewerten, wenn du die Akten vor dir hast und diese Sachlage bewerten musst? Es stinkt natürlich zum Himmel. Mehr wird man aus Akten im Zweifel auch nicht entnehmen können. Ne? Also ohne, die werden vielleicht nicht auf Staatssekretärsebene frisiert, aber es gibt eine in der Bundesrepublik wirklich ganz erprobte Praxis, diese nachrichtendienstlichen Intrusionen in Strafermittlungen auch nicht aktenkundig werden zu lassen. Ich finde auch zu den Fragen, die du aufwirfst, ist auf dieser höheren Ebene, auf Staatssekretärsebene rausgekommen, würde ich auch gerne noch die Anschlussfrage dann immer mit im Blick haben, wie hat das denn konkret eigentlich geklappt, dass der VS die Zugriffe versaut? Haben die selber Leute beim LKA, die das Fax nicht weiterreichen? Oder gab es dann doch einen Tipp von Szene zu Szene? Oder, ne? Denn LKA sagt ja, wir hatten überhaupt keine Zugriffe geplant, wir kamen gar nicht so weit. Das merkt man dann ja dann. Also wie das konkret gelaufen ist, würde mich natürlich brennend interessieren. Aber wie gesagt, es gibt eine Anzahl, eine erkleckliche Anzahl von Verfahren in der Bundesrepublik, wo Nachrichtendienste die Hände mit im Spiel hatten und man kam nicht so richtig davon weiter. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die Akten vom Schmücker-Verfahren kenne, aber also es gibt genug frei in Berlin auch bis heute praktizierende Kolleginnen und Kollegen, die einem da viele bunte Geschichten erzählen aus jedem Stadium dieses Verfahrens. Und in der Öffentlichkeit dokumentiert ist es ja auch nicht, zuletzt durch diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs, andere Geschichten, Zeller, Loch und so weiter. Und das passiert immer wieder. Das ist dann auch für den Kriminalisten ein Verteidigungsansatz, aber es ist für den Demokraten äußerst unbefriedigend, weil er merkt, hier kommt meine Justiz nicht weiter und der Dienst verschweigt was und die kochen da ihr eigenes Süppchen und eben eine Kontrolle und vielleicht auch, dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird, für die 200.000 oder aber auch für die Strafvereitelung, die da drin steckt, das passiert dann eben nicht. Also als Verteidiger ist man manchmal ja vielleicht gar nicht so böse, wenn da das schwarze Loch ist und irgendwie die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Kann ja passieren, dass man da nicht böse für ist, aber als Öffentlichkeit steht man da vor einer Mauer des Schweigens letztlich. Vielleicht, um das, die Fallgeschichte nochmal weiterzurollen. April 2006, Kassel, der letzte Mord. Nach der bisherigen Ermittlungslage gibt es dann, glaube ich, in den nächsten Monaten noch ein paar Banküberfälle, die eben dieser Tätergruppe nach bisherigem Ermittlungsstand, muss ich immer dazu sagen, zugeordnet werden. Und dann kommt es fast genau ein Jahr später in Heidelberg zu einem Zwischenfall, wo eine thüringische Polizistin erschossen wird oder eine Polizistin, die aus Thüringen stammt, ihr Kollege schwer verletzt wird. Die Faktenlage scheint zu sein, dass es an diesem Tag auch noch eine weitere verletzte Person in nahem zeitlichen Umfeld gab und das ausgerechnet bei einem Ermittlungskomplex, den man völlig woanders vermuten würde, nämlich dem Sauerlandverfahren, Täterwissen auftaucht. Das heißt, einer der Menschen aus dieser Sauerlandgruppe hat in seinen Vernehmungen bzw. gegenüber Dritten, die später vernommen wurde, eine Tatwaffe genau benannt, was er zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst haben kann. In einer
absolut beeindruckenden Geschichte, um kurz Werbung zu machen, versucht der Stern das letzte Woche aufzulösen mit einem Protokoll angeblich eines amerikanischen Geheimdienstes, des Militärischen. Die Story, die meisten von Ihnen werden sie inzwischen gelesen haben, lautet ungefähr so: Es gab eine Observation gemeinsam mit deutschen Geheimdienstleuten von einem Deutsch-Türken, der im Sauerland-Verfahren als Lockagent oder Agent-Provokateur unterwegs war. Dieser habe da eine große Geldsumme deponiert, ein Fakt, der auch schon vorher bekannt war in Ermittlerkreisen, sei dann zur Theresienwiese gegangen. Dort habe es einen Zwischenfall mit Schusswechseln gegeben, an denen auch ein deutscher Geheimdienstbeamter vermutlich beteiligt gewesen sei. Und in dieser Folge dieser Geschichte, die Sie einer Right-Wing-Operative zuordnen, wo ich mich bis heute frage, was das eigentlich sein soll, musste die Überwachung abgebrochen werden. Der Schluss, den der Stern daraus zieht, ist, die deutschen Behörden bzw. der amerikanische Dienst, wenn das denn authentisch ist, wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass die Täter, nämlich angeblich Cepe Mundlos Bönhardt, rechtsradikale Aktivisten waren und dort diese Polizistin erschossen haben. Was kann man zu so einer Sachlage noch sagen? Ich würde ja fast hoffen, dass Sönke anfängt. Ich glaube, das ist im Augenblick nicht die primäre Spur, die man verfolgen muss, wenn man für sich selbst sagt, ich möchte, also was muss uns aus politischer, aus journalistischer Sicht im Augenblick interessieren? Das ist, finde ich, dreierlei. Das ist einmal irgendwie, wie weit geht dieses Neonazi-Netzwerk? Ja? Wie sind die Unterstützerstrukturen? Gibt es weitere Zellen? Welche Waffen, Sprengstoff sind noch da? Was sind weitere Pläne? In welche Richtung könnte sich das entwickeln? Und dann eben die Frage, inwieweit ist, ich sag mal, VS Teil des Problems, bis hin zur Frage, dann auch, wenn sie Teil des Problems sind und beim Abtauchen möglicherweise geholfen haben oder Aufenthalt wussten und Zugriffe verhindert haben, sind sie für mich auch Beihelfer. Also dann haben sie auch tatsächlich zu diesen Morden und Anschlägen, wir reden ja auch über den Nagelbombenanschlag und den Sprengfallenanschlag und so weiter, auch Beihilfe geleistet, dann müssen wir sozusagen noch entschiedener als bisher diese Geheimdienste auf den Prüfstand stellen und dann müssen wir uns darüber unterhalten, warum Polizei, wenn sie durch bestimmte Bilder, die sie auch im Zusammenhang mit Bekämpfung organisierter Kriminalität, aber auch mit Fragen Islamismus, das ist vielleicht die zweite große Ebene, sozusagen auch geneigt sind, rassistische Vorurteile in die Ermittlungsarbeit einfließen zu lassen. Was muss ich hier ändern an polizeilicher Ermittlungspraxis? Wenn ich die drei Fragen stelle, dann brauche ich nicht noch den US-amerikanischen Geheimdienst. Das ist so meine Antwort. Ich weiß auch, dass dieses Dokument anderen Medienvertretern angeboten wurde, die es abgelehnt haben, es zu bringen. Der Stern hat es gebracht. Mittlerweile ist man bei dem ganzen Fall, wenn man das mal als Fall beschreiben will, obwohl das natürlich den Toten auch nicht gerecht wird, das als Fall zu beschreiben, geneigt, wirklich an alles glauben zu wollen und zu können. Also es gibt nichts, was man nicht in Erwägung zieht. Und das ist nicht nur etwas, was vielleicht Journalisten derzeit tun und auch jeder Spur nachgehen müssen, weil was vielleicht vor zwei Wochen noch unrealistisch erscheint, kann morgen schon irgendwie ein valider Strang sein. Es hat auch etwas damit zu tun, dass selbst Kriminalisten, mit denen ich gesprochen habe in dem Zusammenhang in Thüringen, also zum Beispiel die an der Polizeifachhochschule ausbilden, also sich mit vielen, vielen Fällen beschäftigen in der Ausbildung, in der Praxis, diese auswerten und sagen, an diesem Fall stimmt nichts. Und wenn selbst Polizisten das Gefühl haben, hier stimmt nichts, dann ist man natürlich auch irgendwann so weit, zu sagen, von denen, die jetzt in den parlamentarischen Abläufen versuchen, das ein Stück weit zu erhellen, als die, die das dann auch von journalistischer Seite tun oder als interessierte Fachöffentlichkeit und so weiter, zu sagen, wir können uns alles Mögliche vorstellen, aber um den Skandal, also um das Versagen und auch diese Gefährdung durch diese Nazi-Terrorgruppe zu thematisieren, brauche ich diese Wendung jetzt nicht. Das
Aber im Hinterkopf kann man vieles behalten. Aber ich glaube, im Vortrag nicht sind im Augenblick andere Fragen zu stellen. Da stimme ich dir gerne zu. Ich finde aber auch an den irrsinnigen Meldungen, die da jetzt so kommen, eines ganz beruhigend. Das sind größtenteils alte Bekannte. Also auch der Kleines Hoffmann zum Beispiel. Oder auch, ne, es tauchen jetzt gerade keine Akteure auf, die uns völlig unbekannt sind, wo wir eine Gefahr haben, die wir noch nie gesehen haben, sondern eher beleuchtet sich da so ein Netzwerk aus, von dem wir wahrscheinlich auch nicht gedacht haben, dass das geben könnte, aber immerhin, wenigstens sind die Akteure nicht völlig fremd und total neu vom Himmel gefallen, sondern da scheint irgendwie der alte Kram weiter gewuchert zu haben. Stichwort Karl-Heinz Hoffmann, alter Rechtsterrorist, wird bisher relativ wenig thematisiert, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das bei den Ermittlungsansätzen anders ist. Was ich aber zum letzten Punkt, also den Polizistenmord in Heilbronn, noch bemerkenswert finde, und ich weiß nicht, ob du uns da vielleicht weiterhelfen kannst, das scheint das definitive Ende der Aktivitäten, der terroristischen, gewalttätigen Aktivitäten dieser Gruppe gewesen zu sein, nach bisherigem Ermittlungsstand. Ab diesem Punkt, April 2007, werden ihnen keine Taten mehr zugeordnet, bis zu einem Banküberfall im September diesen Jahres. Und dann folgt im November ein zweiter, bei dem die mutmaßlichen Täter zu Tode kommen. Das finde ich erstmal einen bemerkenswerten Umstand. Das wäre eine Frage, die ich hätte, ob in dieser Lücke, es sind immerhin 4,5 Jahre, bemerkenswert, noch irgendwas ist, was wir bisher nicht wissen. Das zweite sind natürlich die Todesumstände. Vom ersten Tag an hieß es, das war ein Selbstmord, was die allermeisten Journalisten, fast alle, auch so akzeptiert haben. Inzwischen wird von den Ermittlern gesagt, das ist eine Arbeitshypothese, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Um vielleicht kurz da einzusteigen an dem Punkt, kannst du uns sagen, was eigentlich der aktuelle Ermittlungsstand im Fall Tod, Mundlos, Bönhardt, 4. November ist? Ja, ich glaube, die Polizei steht vor einer großen Schwierigkeit, weil um die Selbstmordthese wirklich hundertprozentig auch kriminalistisch belegen zu können, gibt es ein Problem, was dem Ganzen im Wege steht. Das ist die Tatsache, dass es zu einem schweren Brand in diesem Wohnmobil gekommen ist. Und auch wenn man die Außenhülle ja auf den Fotos sieht und denkt, das ist ja relativ unversehrt, muss es wohl innen durch den hohen Plastikanteil und so weiter zu einer ganz erheblichen Feuereinwirkung gekommen sein, wo auch die beiden Leichen dann entsprechend entstellt wurden. Und das Problem ist, um Selbstmord, ich sag mal eindeutig auch als Polizei belegen zu können, brauche ich Schmauchspuren und ich brauche Standsmarken, also ich brauche die Abdrücke der Waffen auf dem Körper, der Haut. Das kann ich bei so einem Verbrennungsgrad nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, die Polizei nähert sich auch mit Thesen der Frage, was dort in dem Wohnmobil passiert ist, und hat jetzt eine, wo sie sagt, im Augenblick gehen sie höchstwahrscheinlich von dieser These aus oder nehmen diese im Augenblick an. Das wäre die These, dass einer der Täter, und zwar Uwe Mundlos, zuerst den Mittäter Uwe Bönhardt erschossen hat, dann Feuer gelegt hat und dann sich selbst erschossen hat. Also ein sogenannter erweiterter Suizid. Es kann aber sein, du hast das angesprochen, wir haben die Veränderung der Sachlage in den letzten Wochen gesehen. Es ist durchaus möglich, dass es hier auch nochmal zu einer nochmal modifizierten Darstellung kommt. Das schließt derzeit die Polizei. Es gab da interne Ermittlungen. Der Mann ist nach oben gefallen, glaube ich. Der ist nicht mehr für den VS tätig, aber in der Staatskanzlei. Sönke, in irgendeinem Verfahren, wie würdest du das bewerten, wenn du die Akten vor dir hast und diese Sachlage bewerten musst? Es stinkt natürlich zum Himmel. Mehr wird man aus Akten im Zweifel auch nicht entnehmen können. Ne? Also die werden vielleicht nicht auf Staatssekretärsebene frisiert, aber es gibt eine in der Bundesrepublik wirklich ganz erprobte Praxis, diese nachrichtendienstlichen Intrusionen in Strafermittlungen auch nicht aktenkundig werden zu lassen. Ich finde auch zu den Fragen, die du aufwirfst, was ist auf dieser höheren Ebene, auf Staatssekretärsebene rausgekommen,
würde ich auch gerne noch die Anschlussfrage dann immer mit im Blick haben. Wie hat das denn konkret eigentlich geklappt, dass der VS die Zugriffe versaut? Haben die selber Leute beim LKA, die das Fax nicht weiterreichen? Oder gab es dann doch einen Tipp von Szene zu Szene? Oder, ne? Denn LKA sagt ja, wir hatten überhaupt keine Zugriffe geplant, wir kamen gar nicht so weit. Das merkt man dann ja dann, also wie das konkret gelaufen ist, würde mich natürlich brennend interessieren. Aber wie gesagt, es gibt eine Anzahl, eine erkleckliche Anzahl von Verfahren in der Bundesrepublik, wo Nachrichtendienste die Hände mit im Spiel hatten und man kam nicht so richtig davon weiter. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die Akten vom Schmücker-Verfahren kenne, aber also es gibt genug frei in Berlin, auch bis heute praktizierende Kolleginnen und Kollegen, die einem da viele bunte Geschichten erzählen aus jedem Stadium dieses Verfahrens. Und in der Öffentlichkeit dokumentiert ist es ja auch nicht, zuletzt durch diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs, andere Geschichten, Zeller, Loch und so weiter. Und das passiert immer wieder. Das ist dann auch für den Kriminalisten ein Verteidigungsansatz, aber es ist für den Demokraten äußerst unbefriedigend, weil er merkt, hier kommt meine Justiz nicht weiter und der Dienst verschweigt was und die kochen da ihr eigenes Süppchen. Und eben eine Kontrolle und vielleicht auch, dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird, für die 200.000 oder aber auch für die Strafvereitelung, die da drin steckt, das passiert dann eben nicht. Also als Verteidiger ist man manchmal ja vielleicht gar nicht so böse, wenn da das schwarze Loch ist und irgendwie die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Kann ja passieren, dass man da nicht böse für ist, aber als Öffentlichkeit steht man da vor einer Mauer des Schweigens letztlich. Vielleicht, um die Fallgeschichte nochmal weiterzurollen. April 2006, Kassel, der letzte Mord. Nach der bisherigen Ermittlungslage gibt es dann, glaube ich, in den nächsten Monaten noch ein paar Banküberfälle, die eben dieser Tätergruppe nach bisherigem Ermittlungsstand, muss ich immer dazu sagen, zugeordnet werden. Und dann kommt es fast genau ein Jahr später in Heidelberg zu einem Zwischenfall, wo eine thüringische Polizistin erschossen wird oder eine Polizistin, die aus Thüringen stammt, ihr Kollege schwer verletzt wird. Die Faktenlage scheint zu sein, dass es an diesem Tag auch noch eine weitere verletzte Person in nahem zeitlichen Umfeld gab. Und das ausgerechnet bei einem Ermittlungskomplex, den man völlig woanders vermuten würde, nämlich dem Sauerlandverfahren, Täterwissen auftaucht. Das heißt, einer der Menschen aus dieser Sauerlandgruppe hat in seinen Vernehmungen bzw. gegenüber Dritten, die später vernommen wurde, eine Tatwaffe genau benannt, was er zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst haben kann. In einer absolut beeindruckenden Geschichte, um kurz Werbung zu machen, versucht der Stern das letzte Woche aufzulösen mit einem Protokoll angeblich eines amerikanischen Geheimdienstes, des militärischen. Die Story, die meisten von Ihnen werden sie inzwischen gelesen haben, lautet ungefähr so: Es gab eine Observation gemeinsam mit deutschen Geheimdienstleuten von einem Deutsch-Türken, der im Sauerlandverfahren als Lockagent oder Agent-Provokateur unterwegs war. Dieser habe dann eine große Geldsumme deponiert, ein Fakt, der auch schon vorher bekannt war in Ermittlerkreisen, sei dann zur Theresienwiese gegangen. Dort habe es einen Zwischenfall mit Schusswechseln gegeben, an denen auch ein deutscher Geheimdienstbeamter vermutlich beteiligt gewesen sei. Und in dieser Folge dieser Geschichte, die Sie einer Right-Wing Operative zuordnen, wo ich mich bis heute frage, was das eigentlich sein soll, musste die Überwachung abgebrochen werden. Der Schluss, den der Stern daraus zieht, ist, die deutschen Behörden bzw. der amerikanische Dienst, wenn das denn authentisch ist, wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass die Täter, nämlich angeblich Cepe Mundlos Bönhardt, rechtsradikale Aktivisten waren und dort diese Polizistin erschossen haben. Was kann man zu so einer Sachlage noch sagen? Ich würde ja fast hoffen, dass Sönke anfängt. Also ich glaube, das ist im Augenblick nicht die primäre Spur, die man verfolgen muss, wenn man für sich selbst sagt, ich möchte. Also was muss uns aus politischer, aus journalistischer Sicht im Augenblick interessieren? Das ist
finde ich, dreierlei. Das ist einmal irgendwie, wie weit geht dieses Neonazi-Netzwerk? Ja? Wie sind die Unterstützerstrukturen? Gibt es weitere Zellen? Welche Waffen, Sprengstoff sind noch da? Was sind weitere Pläne? In welche Richtung könnte sich das entwickeln? Und dann eben die Frage, inwieweit ist, ich sag mal, VS Teil des Problems? Bis hin zur Frage, dann auch, wenn sie Teil des Problems sind und beim Abtauchen möglicherweise geholfen haben oder Aufenthalt wussten und Zugriffe verhindert haben, sind sie für mich auch Beihelfer? Also dann haben sie auch tatsächlich zu diesen Morden und Anschlägen, wir reden ja auch über den Nagelbombenanschlag und den Sprengfallenanschlag und so weiter, auch Beihilfe geleistet. Dann müssen wir sozusagen noch entschiedener als bisher diese Geheimdienste auf den Prüfstand stellen. Und dann müssen wir uns darüber unterhalten, warum Polizei, wenn sie durch bestimmte Bilder, die sie auch im Zusammenhang mit Bekämpfung organisierter Kriminalität, aber auch mit Fragen Islamismus, das ist vielleicht die zweite große Ebene, sozusagen auch geneigt sind, rassistische Vorurteile in die Ermittlungsarbeit einfließen zu lassen. Was muss ich hier ändern an polizeilicher Ermittlungspraxis? Wenn ich die drei Fragen stelle, dann brauche ich nicht noch den US-amerikanischen Geheimdienst. Das ist so meine Antwort. Ich weiß auch, dass dieses Dokument anderen Medienvertretern angeboten wurde, die es abgelehnt haben, es zu bringen. Der Stern hat es gebracht. Mittlerweile ist man bei dem ganzen Fall, wenn man das mal als Fall beschreiben will, obwohl das natürlich den Toten auch nicht gerecht wird, das als Fall zu beschreiben, geneigt, wirklich an alles glauben zu wollen und zu können. Also es gibt nichts, was man nicht in Erwägung zieht. Und das ist nicht nur etwas, was vielleicht Journalisten derzeit tun und auch jeder Spur nachgehen müssen, weil was vielleicht vor zwei Wochen noch unrealistisch erscheint, kann morgen schon irgendwie ein valider Strang sein. Es hat auch etwas damit zu tun, dass selbst Kriminalisten, mit denen ich gesprochen habe in dem Zusammenhang in Thüringen, also zum Beispiel die an der Polizeifachhochschule ausbilden, also sich mit vielen, vielen Fällen beschäftigen in der Ausbildung, in der Praxis, diese auswerten und sagen, an diesem Fall stimmt nichts. Und wenn selbst Polizisten das Gefühl haben, hier stimmt nichts, dann ist man natürlich auch irgendwann so weit zu sagen, von denen, die jetzt in den parlamentarischen Abläufen versuchen, das ein Stück weit zu erhellen, als die, die das dann auch von journalistischer Seite tun oder als interessierte Fachöffentlichkeit und so weiter zu sagen, wir können uns alles Mögliche vorstellen, aber um den Skandal, also um das Versagen und auch diese Gefährdung durch diese Nazi-Terrorgruppe zu thematisieren, brauche ich diese Wendung jetzt nicht. Aber im Hinterkopf kann man vieles behalten. Aber ich glaube, im Vordringlich sind im Augenblick andere Fragen zu stellen. Da stimme ich dir gerne zu. Ich finde aber auch an den irrsinnigen Meldungen, die da jetzt so kommen, eines ganz beruhigend. Das sind größtenteils alte Bekannte. Also auch der Kleines Hoffmann zum Beispiel. Oder auch, ne, es tauchen jetzt gerade keine Akteure auf, die uns völlig unbekannt sind, wo wir eine Gefahr haben, die wir noch nie gesehen haben. Sondern eher beleuchtet sich da so ein Netzwerk aus, von dem wir wahrscheinlich auch nicht gedacht haben, dass das geben könnte, aber immerhin, wenigstens sind die Akteure nicht völlig fremd und total neu vom Himmel gefallen, sondern da scheint irgendwie der alte Kram weitergewuchert zu haben. Stichwort Karl-Heinz Hoffmann, alter Rechtsterrorist, wird bisher relativ wenig thematisiert, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das bei den Ermittlungsansätzen anders ist. Was ich aber zum letzten Punkt, also den Polizistenmord in Heilbronn, noch bemerkenswert finde, und ich weiß nicht, ob du uns da vielleicht weiterhelfen kannst, das scheint das definitive Ende der Aktivitäten, der terroristischen, gewalttätigen Aktivitäten dieser Gruppe gewesen zu sein, nach bisherigem Ermittlungsstand. Ab diesem Punkt, April 2007, werden ihnen keine Taten mehr zugeordnet, bis zu einem Banküberfall im September diesen Jahres. Und dann folgt im November ein zweiter, bei dem die mutmaßlichen Täter zu Tode kommen. Das finde ich erstmal einen bemerkenswerten Umstand. Das wäre eine Frage, die ich hätte, ob in dieser Lücke, es sind immerhin 4,5 Jahre, bemerkenswert, noch irgendwas ist, was wir bisher nicht wissen. Das zweite sind natürlich die Todesumstände. Vom ersten Tag an hieß es, das war ein Selbstmord, was die allermeisten Journalisten, fast alle,
auch so akzeptiert haben. Inzwischen wird von den Ermittlern gesagt, das ist eine Arbeitshypothese, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Um vielleicht kurz da einzusteigen an dem Punkt, kannst du uns sagen, was eigentlich der aktuelle Ermittlungsstand im Fall Tod Mundlos Bönhardt 4. November ist? Ja, ich glaube, die Polizei steht vor einer großen Schwierigkeit, weil um die Selbstmordthese wirklich hundertprozentig auch kriminalistisch belegen zu können, gibt es ein Problem, was dem Ganzen im Wege steht. Das ist die Tatsache, dass es zu einem schweren Brand in diesem Wohnmobil gekommen ist. Und auch wenn man die Außenhülle ja auf den Fotos sieht und denkt, das ist ja relativ unversehrt, muss es wohl innen durch den hohen Plastikanteil und so weiter zu einer ganz erheblichen Feuereinwirkung gekommen sein, wo auch die beiden Leichen dann entsprechend entstellt wurden. Und das Problem ist, um Selbstmord, ich sag mal eindeutig auch als Polizei belegen zu können, brauche ich Schmauchspuren und ich brauche Standsmarken, also ich brauche die Abdrücke der Waffen auf dem Körper, der Haut. Das kann ich bei so einem Verbrennungsgrad nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, die Polizei nähert sich auch mit Thesen der Frage, was dort in dem Wohnmobil passiert ist und hat jetzt eine, wo sie sagt, im Augenblick gehen sie höchstwahrscheinlich von dieser These aus oder nehmen diese im Augenblick an. Das wäre die These, dass einer der Täter, und zwar Uwe Mundlos, zuerst den Mittäter Uwe Bönhardt erschossen hat, dann Feuer gelegt hat und dann sich selbst erschossen hat. Also ein sogenannter erweiterter Suizid. Es kann aber sein, du hast das angesprochen, wir haben die Veränderung der Sachlage in den letzten Wochen gesehen. Es ist durchaus möglich, dass es hier auch nochmal zu einer nochmal modifizierten Darstellung kommt. Das schließt derzeit die Polizei nicht aus. Und dazu kommen natürlich die vielen Hinweise aus der Bevölkerung und Gerüchte und auch Fragen. Also Fragen ist ja überhaupt das Thema im Augenblick, ne? Also wir haben ja alles, was wir hatten jetzt, Heilbronn, Fragen, warum diese Polizistin? Wir haben jetzt diese Frage 4. November. Die Frage, warum zwei, ich nenne es jetzt mal Profikiller, das sagen auch die Kriminalisten. Sie waren für das, was sie taten, Profis. Ne, im Umgang mit Waffen, mit und dem sozusagen unentdeckten Untertauchen, Banküberfällen und so weiter. Warum diese in einer möglicherweise für sie nicht auswegslosen Situation und vielleicht auch mit dem schon vorgefassten Willen, wenn es mal zu einer engen Situation kommt, auf jeden Fall Selbstmord zu begehen und nicht ins Gefängnis zu müssen, weil das hätte immer lebenslänglich bedeutet mit Sicherungsverwahrung, das ist klar, das war denen auch klar, warum sie dann nicht noch sozusagen verhasste Vertreter des Staates und so weiter mitgenommen haben, rausgegangen sind, Polizisten umgeschossen haben. Das sind diese Fragen, die ja jeder, die Öffentlichkeit draußen auf der Straße, die ja alle stellt, die ja auch die Polizei stellt, die haben auch zu diesem Tatgeschehen mehr Fragen und im Augenblick eine Antwort. Ich sage aber, da ist auch Bewegung. Und wir haben jetzt verschiedene Ebenen der Ermittlung. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Wir haben die Polizisten in Thüringen, die die Sache von vor Ort untersucht haben und die vielleicht einen anderen Arbeitsansatz haben als das BKA. Das BKA hat jetzt die Sachen alle an sich gezogen, zum Teil auch die Kompetenzen weggenommen aus den Ländern. Das auch nochmal ein guter Hinweis vielleicht zu Hessen. Wir müssen ja auch gucken, wie sich Ermittlungsansätze jetzt in dem Moment verändern, wenn das BKA übernimmt. Ja? Also welche Ermittlungsansätze jetzt auch möglicherweise abgeschnitten werden. Und dann muss man gucken, was vielleicht in zwei Wochen die Version ist vom 4. November, ob es jetzt bei dem bleibt, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder ob es da nochmal eine Veränderung gibt. Was mich als Laie, und damit komme ich auch gleich nochmal zu einer Frage aus der Ermittlungspraxis, zuerst wundert, war natürlich der Punkt, dass zwei Menschen, von denen wir davon ausgehen, dass sie sofort bereit sind, auf jeden anderen Menschen inklusive Polizisten zu schießen, in so einer Situation Selbstmord machen sollten, also die Frage des Motivs. Das andere ist, da spielte viel Feuer eine Rolle, sowohl in diesem Wagen als auch in dem Haus in Zwickau. Da gab es dann eine Explosion. Wir haben alle gelernt, seitdem Feuer und Explosion beseitigt nicht alle Spuren. Sönke, welche Spuren werden eigentlich durch Feuer vernichtet und welche nicht? Also ich würde da noch ein bisschen früher ansetzen, aber bei der Selbstmordthese. Wir müssen auch berücksichtigen, dass diese Typen einen Lifestyle hatten,
der absolut unkonspirativ war in dem, gewesen wäre in dem Moment, wo man ihnen doch zu nahe gekommen wäre. Die Wohnung, das Auto, die Handschellen, die Cesca, die Dienstwaffe der Beamtin, das ist irgendwie alles noch am gleichen Abend sozusagen bekannt gewesen. Ja, also dass dann, dass da sozusagen ein Netzwerk von Aktivitäten, eine kriminellen Biografie von über 10 Jahren auf einmal hochpoppt, bloß weil man dieses Auto findet, das ist, also das ist so schlechtes Handwerk, das muss irgendwie hart bestraft werden. Und das, so ähnlich ist es auch mit dieser Wohnung. Also welche Spuren beseitigt Feuer? Offenbar, also ich hätte natürlich an Stelle von Frau Zschäpe vielleicht auch erwartet, dass also sowohl DVDs als auch Papier restlos vernichtet wird. Mensch, wir wissen aber auch alle aus dem Krimi, aus dem Fernsehen, und wenn es Profis sind, wissen die das auch, und wir wissen auch aus den Akten, also aus den Fällen, die man so im Laufe eines Lebens in der Hand hat, natürlich beseitigt Feuer nicht alle Spuren, und die Wissenschaft der Brandrekonstruktion ist verdammt weit gekommen und ist eine sehr leistungsfähige Veranstaltung. Ich hake mal kurz nach. Beseitigt sie DNA-Spuren von anderen Personen? Ja, da, wo die Temperatur hoch genug ist, schon. Ja, so, ob jetzt aber in der Wohnung, deren Bilder wir kennen von außen, ob da tatsächlich alle DNA-Spuren weg sind oder ob nicht möglicherweise da zum Beispiel Textilien anderer Leute zusammen mit Perücken und Papierschnipseln gerade eine super große DNA-Mischspur geben, die dann aber noch wieder auseinanderfuddelbar ist, weil die Temperatur längst nicht überall in dieser Wohnung so richtig hoch geworden ist und weil eine Druckwelle in der Regel nicht ausreicht und weil Teile, die durch die Gegend geschleudert werden, natürlich aus der Gefahrenzone rausgeschleudert werden und dann eben nicht mehr verbrennen. Also es ist mit DNA einiges zu machen, aber DNA aus so einem riesen Schutthaufen zu ziehen, ist jetzt auch nicht ganz einfach. Ne? Also Ruß ist ein Feind der DNA-Feststellung. Ruß, Feuerlöscherstaub, so, also Sachen, die bei Brandbekämpfung anfallen, das ist nicht gut für die Ermittlung von DNA-Spuren. Das gilt im Wohnwagen wie in der Wohnung. Will ich nur ergänzen vielleicht, also wir reden jetzt immer um die Wohnung in der Frühlingsstraße. Es gibt noch 2 andere Wohnungen in Zwickau, die durch die 3 genutzt wurden. Also eine weitere Wohnung, die ja auch schon in den Medien bekannt ist, in der Polenzstraße, die nicht in die Luft geflogen ist. Und dann gibt es eine 3. Wohnung, von der das BKA spricht, wo im Augenblick alle rätseln, wo die sein soll. Da wäre natürlich die Frage, was ist dort noch in den Wohnungen vorhanden? Ne? Und was du eben nicht angesprochen hast, du hast diese ganzen Trophäen oder Andenken, Souvenirs an die Taten genannt, die sie auch noch in ihrem Wohnmobil durch die halbe Republik gefahren haben. Ja, auch recht, sagen wir mal, skurril, ja, weil man kommt ja doch mal vielleicht irgendwo in eine Kontrolle und hat dann den Wagen voll mit, also nicht nur einem riesigen Waffenlager, sondern irgendwie auch noch irgendwie Andenken irgendwie. Das ging ja so weit, dass sie selbst Banderolen von den erbeuteten Geldscheinen aus den Banküberfällen noch hatten in der Wohnung, wo man also auch denkt, also normalerweise Bankräuber schmeißen als erstes die Banderolen weg, ja, weil da lässt sich ja das Geld wirklich 1A nachvollziehen, woher es stammt. Also es ist nochmal die Frage, psychopathisch oder was ist das? Ja, also warum hebt man das alles auf? Frage, also wir sind wieder in diesem Feld Frage, ne? Lädt natürlich im Augenblick auch zu jeder Form von Spekulation ein, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Also wer hat wann möglicherweise auch Dinge dort deponiert und ist Beate Zschäpe diejenigen, die die Wohnung in die Luft gesprengt hat? Gut, sie ist aus dem Haus gegangen, hat ihre Katzen evakuiert, das weiß man. Auch sehr umsichtig für Leute, die ansonsten kaltblütig genug sind, sich also selbst zu ermorden. Also passt auch vielleicht an der Stelle nicht so hundertprozentig, aber egal. Aber das, ich sag mal so, das ist auch alles, also auch für die Kriminalisten, diese Frage ganz konkret, warum ist diese Wohnung wirklich ausstaffiert mit allen Attributen, die auf die verschiedenen Taten weisen, bis auf die Stadtpläne mit Markierungen und Ähnliches. Also die kann derzeit auch noch nicht beantwortet werden. Und das nährt ja genau diese Fragen nach dem, was das eigentlich ist. Du hast ja vorhin schon eine Frage aufgeworfen, wieso bricht die Serie ab nach Kassel? Und ich habe vorhin am Anfang gesagt, naja, da haben sich, also anders als sonst bei den meisten rechtsradikalen Straftaten, auch wenn sie ans Leben gehen, da haben sich Leute einen Lifestyle und eine Biografie zusammengebaut. Und das muss ja nicht lange gut gehen. So ist, also nicht viele, viele Jahre gut gehen. So Szenen halten auch nicht viele, viele Jahre. Und da gibt es Brüche. Kann also gut sein, dass irgendjemand im Unterstützerumfeld oder im ideellen Umfeld die Truppe schon länger ein Dorn im Auge war, weil sie gefährlich war für sich und andere.
Und dann ist irgendwann die Unterstützung aus der Szene möglicherweise weggebrochen. Deswegen wieder Banküberfälle, es sei denn, es gibt welche, das genauso gut sein können, von denen wir nichts wissen. Und dann verhalten die sich auch noch so unvorsichtig, dass sie eigentlich, wenn der kleinste Luftballon platzt, auffliegen müssen. Dass das ein Motiv ist für Dritte oder für Unterstützer oder für ehemalige Unterstützer oder für Leute, ne, denen, die irgendwann zu gefährlich werden, da Hand anzulegen, ist natürlich naheliegend. Ich will noch mal Unterstützer kurz in die Runde werfen. Es muss auch die Frage gestellt werden, das klingt alles immer so nachvollziehbar. Ja? Also die haben die Banküberfälle gemacht, um sich das Geld zu beschaffen für ihren, was weiß ich, für ihre terroristischen oder kriminellen Taten. Wenn man das mal hochrechnet, also die letzten Banküberfälle nehmen wir mal weg, weil das Geld konnten sie ja nicht mehr konsumieren. Dann reden wir von 600.000 Euro, die auf 13 Jahre auf drei Personen beim doch recht aufwendigen Lebenswandel, also wie viele zig Male irgendwie Anmietungen im 50er-Bereich von Pkw und Wohnmobilen, Leben in der Illegalität, Waffen besorgen, mehrere Wohnungen unterhalten, etc. Also das passt auch vorne und hinten nicht. Also wir müssen allein schon bei der Frage Geld, nicht nur bei der Frage, woher kamen Waffen, woher kamen Pässe, wer hat die DVDs gemacht, wer hat die Wohnungen angemietet, wer hat die Autos notfalls auch zur Verfügung gestellt, müssen wir auch darüber nachdenken, wo kam Geld her. Weil das, was über die Banküberfälle erklärt wird, reicht nicht als Erklärung. Das geht jetzt immer so locker durch. Wir haben Banküberfälle gemacht und damit war es gut. Aber wenn man sich das genau anguckt, kann das auch so nicht funktionieren. Nein, das reicht nicht. Nicht auf 13 Jahre. Also nicht für Illegalität, nicht für Untertauchen. Ich denke, zu den Fragen, die sich im Ermittlungskomplex stellen, haben wir schon ganz wesentliche Sachen angerissen. Das andere ist die Reaktion der Politik. Einerseits Bundespolitik, andererseits Landespolitik. Also ich bin ja mal wieder erstaunt, dass Sachsen und Thüringen ja seit Jahren jede Menge Terrorismusverfahren laufen, wegen, sagen wir mal, Tatvorwürfen, die sehr viel niedrigschwelliger sind, beispielsweise Straßenblockaden bei Demonstrationen gegen Neonazi-Aufmärsche und vieles andere. Das ist die eine Ebene. Also eine Art von Politik, die in die institutionellen Präferenzen, die du am Anfang beschrieben hast, doch schon stark eingeschrieben scheint. Und das andere ist, dass wir auf Bundesebene jetzt beispielsweise von Hans-Peter Friedrich, Innenminister, die Kampagne haben, doch endlich die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen, weil das im konkreten Fall irgendwas geholfen hätte, seines Erachtens. Dagegen sträubt sich laut Presse Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, fordert aber auch Abbau von Doppelstrukturen, Schranken zwischen den Behörden, Zentralisierung. Wie gehen wir mit so einer Diskussion um, wenn wir auf der anderen Seite einen Pol haben, wo in der FAZ die Auflösung des Verfassungsschutzes gefordert wird? Also um nochmal jetzt das Spektrum der politischen Debatte aufzureißen. Vielleicht Sönke. Es wird niemand überraschen, dass ich diese Lyrik, wir müssten jetzt endlich den Sicherheitsstaat bauen, den wir im Kampf gegen die Islamisten und gegen Links nicht durchgesetzt haben, damit wir ihn jetzt gegen Rechtsinstellungen bringen können, dass ich davon nichts halte, um es mal ganz platt zu sagen. Also wenn du berichtest, dass auf Staatssekretärsebene sogar Fahndungsnichterfolge schon verhandelt worden sind, dann können auch die Informationsschranken zwischen der Justiz und dem Verfassungsschutz nicht besonders gut sein. Sind die auch nicht. Also das kann ich sozusagen jetzt auch aus Fallmaterial durchaus nachvollziehen. Ein Verfassungsschutzamt, das ernsthafte Hinweise auf eine gewaltbereite Gruppe hat, sticht gerne was durch. Das kenne ich aus vielen Akten. Das geht ganz niedrigschwellig. Also wenn es nur um Spendensammeln für eine verbotene Vereinigung geht, dann auf einmal die Punktlandung der Bereitschaftspolizei, gerade bei den Spendensammlern, so in dem Moment, na, wo kam es her, ist doch klar, ist Blatt 1 der Akte. Ja? Und also da gibt es, würde ich sagen, keine relevanten, wesentlichen Hemmnisse. Das gilt auch für die technische Infrastruktur. Eine gemeinsame Datei zur Erkennung von Mustern oder sowas braucht es meiner Meinung nach nicht. Kann ich mir relativ schwer vorstellen, da weiß ich nicht viel drüber, da ist auch aus denen nicht viel rauszubekommen, auch wenn man sie verklagt und dann sozusagen da sich mit denen auseinandersetzt.
nicht viel. Die Dateien und Ermittlungs- und Datenrechner oder Datenverarbeitungskapazität bei der Polizei kann sich sehen lassen, dass in Komplexen, die als Komplexe erkannt worden sind, wir haben es hier mit einem Komplex zu tun, der ist als solcher erstmal lange nicht erkannt worden, ne? Aber dass in Komplexen, die als solche erkannt werden und ausgerechnet ausgerechnet daran scheitern soll, dass die Informationen nicht verdatet worden sind, verdrahtet, zusammengetragen worden sind, das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Zweitens, wir wollen auch gegen rechts wohl, oder wir wollen jedenfalls nicht alle Erfolg um jeden Preis. Das hat einen Preis. Wenn wir jetzt aus der bürgerrechtlichen Sicht die Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsstaat, die Auseinandersetzung mit diesen hochbrisanten Mitteln und Methoden aufgeben, weil wir sagen, na gut, dass ihr jetzt erstmal gegen rechts ausprobiert, dann verlieren wir da eine Debatte und da brechen da Dämme, die kommen an, also da wird es an allen Stellen nass. Sie haben es im Islamismus probiert und haben jetzt die gemeinsame Datei. Wir haben sie jetzt 2 Jahre. Es ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte gewesen, aber sie hat auch nicht total versagt. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt eine Evaluation davon. Mal gucken, was da rauskommt. Da muss man vor allem erstmal fragen, was taugt die Evaluation überhaupt. Aber also das gibt so ein Experiment damit, hier im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Treptow betrieben. Das ist des Teufels das Ding. Die Integration von Polizeiinformationen und Nachrichteninformationen in einen Datenbestand, das müssen wir uns, glaube ich, auch nicht jetzt als Demokraten abkaufen lassen, weil sich eine fiese verbrecherische Mordserie als fiese Nazi-verbrecherische Mordserie entpuppt. Kann man anderer Meinung zu sein? Ich meine, dass wir aus einer bürgerlichen Optik hier erstmal nichts preiszugeben haben, weil, wie gesagt, auch noch bekannte Taten aus Strukturen, die sich jetzt auch als zwar schlecht ausgeleuchtet, aber irgendwie bekannt herausstellen, jetzt sich als Faschotaten entpuppen. Also ganz klare Unterstützung. Wir haben uns auch natürlich, obwohl bei uns der Druck am höchsten ist, zu sagen, ja, also ihr müsstet doch jetzt aus den Erfahrungen, die ihr jetzt auch macht in der Aufarbeitung, die in den parlamentarischen Gremien stattfinden, genau diese Forderung miterheben, genau gegen die gewährt, weil nämlich nicht nur diese Fragen jetzt Teufelszeug, also welche Grundrechts- und Bürgerrechtsgefahr geht damit einher, eine Rolle spielen, sondern an den konkreten Fall ist es auch nicht der Mangel an dem Einwirken von Sicherheitsbehörden oder möglicherweise dem Belassen auf Landesebene geschuldet, dass dort nichts erfolgte. Da haben sämtliche Behörden, also von angefangen MAD, BND, BKA, Bundesamt, verschiedene Landesämter für Verfassungsschutz plus diverseste LKAs mitgewirkt. Also da war alles dabei, was an Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik aufgeboten wird. Noch mit einem Haufen dann auch Ruffällern, Fahndern und ich weiß nicht was, MEK, SEK und sonst alles, was die haben, war am Start. Da wurden auch Dateien bespielt mit diesem Material. Zum Beispiel Findus ist eine Datei in der Polizei, wo eben bestimmte Tatmerkmale eingetragen werden und so weiter. Und deswegen ist es nicht der Mangel an sozusagen Zusammenarbeit unter Behörden. Die haben wunderbar alle an dem Desaster mitgewirkt. Ja, die haben alle wunderbar miteinander kommuniziert und gearbeitet, Bilder hin und her geschickt. Die haben sich verabredet, wen sie alles in die Telefonüberwachung nehmen. Die haben observiert, die haben gemacht und getan. Und die Frage ist, mit welchem Erfolg und vielleicht auch mit welchem Ziel. Ja? Das ist die Frage. Ne? Und deswegen, also gerade dieser Fall gibt Anlass zu sagen, irgendwie noch mehr, die dort an dem Desaster mitgewirkt haben und noch mehr Dateien, die dann, das ist nicht der Weg. Es geht vielmehr darum, wenn man jetzt überhaupt sagt, was hätte erfolgen müssen. Ich glaube, es gab Hinweise die letzten 10 Jahre auf Waffen bei Nazis, auf Sprengstoff bei Nazis, auch auf terroristische Bestrebungen, ich sage Wiese, ne, München und anderes. Das ist sehr randständig behandelt worden. Ne? Das ist auch ja, also das ist auch nicht in die Medien in dem Maße gelangt, wie vielleicht andere Themen auch klar benannt werden, diese Gefahr. Und ich glaube, damit Rückblick hätte man vielleicht einfach viel ernsthafter auch damals schon prüfen müssen, welche Entwicklung möglicherweise die Neonazi-Szene in Deutschland nimmt, wie sie zum Teil in anderen Ländern, explizit in Osteuropa, schon lange genommen hat. Wenn wir nach Russland gucken, wenn wir nach Ungarn gucken, was es dort an Morden, Pogromen und so weiter gibt. Ich glaube, das ist so, wenn überhaupt, die Frage, wie weit wurden bestimmte Anzeichen, die
ich sag mal, vielleicht nur in wenigen Fachmagazinen oder sowas thematisiert wurden, tatsächlich auch ernst genommen. Das ist vielleicht, und das würde dann mehr in die Richtung weisen, was brauchen wir eigentlich an Informations- und Dokumentationswegen, was brauchen wir auch an Wissenschaft? Warum haben wir so wenig Leute, die an Universitäten sind, die sich explizit mit dem Thema Neonazismus beschäftigen? Warum sind jetzt die Journalisten alle hinter den Informationen her, als würden sie morgen dafür einen Pulitzerpreis kriegen, ja, und haben sich aber jahrelang, ich sag mal, zum Schluss die letzten Jahre überhaupt wenig für dieses Themenfeld interessiert. Das sagen auf jeden Fall die Journalisten, die immer dran geblieben sind. Die hatten nämlich eine ganz lange Phase irgendwie, wo sie wirklich trocken Brot gebissen haben irgendwie. Und jetzt natürlich reißen einem die großen Magazine die Informationen aus der Hand und zahlen jeden Preis. Ja, klar, das ist auch jetzt eine Phase. Aber was ist in einem halben Jahr, was ist in einem Jahr? Interessiert sich dann noch jemand zu diesen Strukturen, die es ja jetzt noch gibt, die drei, die fünf, die sieben, von denen wir jetzt reden, okay. Aber was ist darüber hinaus? Wir müssen von einem Unterstützernetzwerk ausgehen, was auf jeden Fall viel, viel größer ist. Und was sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt gerade Sorgen macht, die NPD ergeht sich ja in Distanzierungsorgien ohne Ende. Die Strukturen des freien Netzes, im Grunde die Nachfolgeorganisationen, feiern das ab. Ich sag mal auch, halten auch ganz stark dagegen, das muss man auch sehen. Es gibt nicht nur Distanzierung in der Neonazi-Szene, es gibt auch einen Zusammenschluss und ein stilles Bejubeln, das gibt es auch. Und das gibt auch immer eine Geschichte, dass solche Sachen natürlich auch Nachahmer finden und auch wieder Anstoß sind für Jüngere, die eventuell dann die nächsten 10 Jahre nachwachsen. Vielleicht sitzen wir dann in 10 Jahren wieder da und reden darum, was vor 10 Jahren falsch gelaufen ist. Vielleicht nochmal, um da ganz kurz. Tote übrigens ganz toll, um zu Helden erklärt zu werden, sind Tote übrigens viel besser geeignet als Lebende. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, weil die Debatte findet ja teilweise auf einer Ebene statt, einer sehr polizeilichen Ebene statt. Wenn ich von außen auf Sachsen und Thüringen blicke, sehe ich vor allen Dingen an diesem Fall, dass diese Leute sozial sehr gut eingebettet waren. Andererseits sehe ich, dass polizeiliche, geheimdienstliche Mittel offensichtlich ganz deutlich nicht geeignet sind, diesen Strukturen beizukommen. Wenn ich mir jetzt aus meiner Perspektive die letzten 20 Jahre ansehe, hat sich eine breitere Neonazi- und Rassistenszene dort nicht verankert, wo es eine breite, offene, linke Jugendkultur und auch eine konsequente Repression gab. Aber dieser Teil ist nachrangig. Andererseits haben wir von der Bundespolitik genauso eine Ebene, dass mit der Extremismusklausel oder in Sachsen-Thüringen mit 129a-Verfahren gegen antifaschistische Jugendbewegungen vorgegangen sind, wo ja auch alle die Mittel zum Einsatz kommen, offensichtlich die bei Neonazi-Terroristen nicht weiter geholfen haben. Und das ist, glaube ich, eine Ebene, die bisher in der Debatte wenig eine Rolle spielt. Naja gut, bei Sachsen ist es ja augenfällig, ne? Also die sächsische Staatsanwaltschaft und der sächsische LKA schafft es ja im Rahmen der Verfolgung der Blockiererinnen von Dresden, also die halbe Republik zu bereisen und Razzien durchzuführen, also Berlin, Stuttgart, Jena, ne? Da ist alles möglich irgendwie, da schleppt man Autos ab und so weiter, ne? Und also ein paar Kilometer weiter in Chemnitz haben sie konkrete Hinweise auf diese Gruppe und machen nichts, ne? Da ist die Beschreibung schon richtig. Ja, nur ich glaube, wir können, also ne, und die Forderung natürlich jetzt zu erheben, diese Extremismusklausel muss weg, diesen Generalverdacht gegen Antifaschisten muss weg. Wir müssen dieser Gleichsetzung Links- und Rechtsextremismus und auch Links- und Rechtsterrorismus, auf jeden Fall für das, was Sie in letzter Zeit uns als Linksterrorismus präsentiert haben. Ja, also ich meine, wir hatten ja von der DPOLG, also Deutsche Polizeigewerkschaft, ich glaube, im letzten 2 Jahren 7-mal die Ausrufung der neuen RAF gehabt, ja. Da ist man schnell dabei gewesen, ja, irgendwie, also, und es hat ziemlich lange gedauert, bis man jetzt diese Taten als das klassifiziert hat, was sie waren. Das hat auch 2-3 Tage gedauert, bis so den ersten über die Lippen gegangen ist, also, dass es hier nicht um sozusagen pathologische Einzeltäter sich möglicherweise handelt. Klar, das ist eine politische Diskussion, die man jetzt führen muss und man muss sicherlich auch nochmal um die nicht nur Finanzierung, sondern vor allem die Ausrichtung der Bundesprogramme reden, die eben nicht mehr heißen können irgendwie, was weiß ich, gegen Extremismus und so weiter, sondern wo man fordern muss, dass es eine klare Zielstellung gibt, dass das benannt wird, was tatsächlich die größte Gefährdung
für Demokratie, Menschenrechte, aber auch Leben. Also tatsächlich auch, was ist lebensbedrohlich, insbesondere für Migranten, aber auch für andere, die nicht in das Nazi-Weltbild passen, dass man das thematisiert. Ich glaube nur, wir müssen auch ehrlichkeitshalber sagen, wenn wir uns mit solchen Strukturen beschäftigen, die ja nicht nur jetzt sozusagen im NSU repräsentiert sind, sondern möglicherweise auch im Unterstützerumfeld, dann reicht das nicht. Na, wir werden denen nicht mit Bildungs- und Beratungsangeboten beikommen. Das ist wichtig, um diesen rassistischen Mainstream in der Bevölkerung langfristig zu bearbeiten, der ja ein Resonanzboden ist für diese Täter auch, weil sie sich als vermeintliche Vollstrecker eines breiter gefühlten, in Anführungsstrichen, Volkswillen fühlen und weil er Resonanzboden ist auch für behördliches Handeln, wenn wir zum Beispiel rassistische Vorurteile in der Polizei diskutieren. Deswegen sind diese Bildungs- und Beratungsangebote richtig, aber es muss auch eine Antwort geben auf der Ebene des Staates. Und da meine ich nicht den Ruf nach dem 129a-Verfahren, das ganz deutlich zu sagen, weil diese Strukturermittlungsverfahren in der Regel Ermittlungsparagraphen sind, die durchleuchten, aber nicht tatsächlich das Ziel haben, eine Verurteilung herbeizuführen, sondern jetzt wirklich die Tatbeteiligung und die Unterstützung einzelner Neonazis und organisierter Strukturen jetzt tatsächlich anzupacken. Und da passiert mir für mich, mein Gefühl, auch noch zu wenig. Also ich glaube, da muss die Erwartung auch da sein, dass man sagt, irgendwie das, was es dort an im Augenblick noch existierenden Strukturen gibt, worüber viele Jahre Konzerte organisiert wurde, Geld gesammelt wurde und was weiß ich, das muss auch angegangen werden. Ja? Und dazu gehört, das eine ist das, was jetzt in aller Munde ist, irgendwie, ja, NPD-Verbot ist eine Sache. Aber was wir zum Beispiel in Sachsen und Thüringen haben, wir erwarten, dass es endlich eine Auseinandersetzung mit den heute, ich sag mal, gewalttätigen militanten Strukturen gibt. Das ist bei uns das freie Netz, die absolut ungeniert agieren dürfen, ne, die noch von unseren Innenminister verharmlost werden als Internetplattformen, die nur im virtuellen Raum existieren, wohinter gar keine realen Gruppen stehen und deren Kommandostruktur genau aus den Weggefährten dieser Leute bestehen, wie Ralf Wohleben oder Thomas Gerlach oder Mike Schäffler in Sachsen. Das sind genau die Leute, die schon in dem Unterstützerzusammenhang aktiv sind und die jetzt wieder neue Strukturen aufbauen. Und wer gegen diese Strukturen jetzt auch nicht von staatlicher Seite vorgeht, der muss nicht ernsthaft mir erzählen, dass er diese Neonazi-Terror aufbauen will, ja, weil er damit im Augenblick sozusagen wieder zuguckt, wie neue Neonazis, und das weiß man, sich mit Waffen versorgen wollen. Es ist bekannt, dass dort Pläne waren, Polizeistationen anzugreifen, etc. Also da muss etwas passieren und das kann nicht allein Forderung sein, mehr Geld für Bundesprogramme. Aber wenn ich mir so die Kommentare, beispielsweise Tom Strohschneider im Freitag, 13. November bereits, das Problem ist, der Verfassungsschutz schafft das Amt ab, Nils Mingmar in der FAZ, 20.11., im Vertrauen auf Sicherheitsorgane, die die Unsicherheit brauchen, sind wir naiv und überhaupt viel zu nett. Die Dienste dienen nur sich selbst. Es ist darum richtig, sie aufzulösen. In diesen Debatten steckt ja die Überlegung, dass solange die nachrichtendienstliche Ebene nicht öffentlich aufgearbeitet wird, wahrscheinlich auch die Neonazi-Strukturen nicht vollständig angreifbar sind. Um da ein bisschen mal zurückzukommen auf die Debatte am Anfang, Sönke Hillbrands. Ist sowas nachvollziehbar? Ich würde nicht von vornherein sagen, dass die Nazis heute schlechter dran wären, wenn man das Ganze am Anfang schon dem polizeilichen Staatsschutz überlassen hätte. Ich würde auch nicht sagen, oder wir sollten auch gucken, wenn wir fordern, da muss jetzt mal mehr reingegangen werden in diese Strukturen, dann reden wir über noch mehr V-Leute. Das können wir irgendwie nicht ernsthaft wollen. Du hast mich beeindruckt mit deinem Vergleich oder mit deinem Eingangsstatement, dass wir das eigentlich mit einer Art Ableger des internationalen Terrorismus zu tun haben. Das finde ich sehr beeindruckend. Das finden wir zum Beispiel in solchen Gesetzen wie dem BKA-Gesetz dann wieder, dass eine originäre Zuständigkeit der Bekämpfung des länderübergreifenden internationalen Terrorismus in der Bundesrepublik hat. Das wäre, also wir dürfen das trotzdem, glaube ich, trotz dieser Dimension nicht als Ruf nach mehr Instrumenten, nach mehr Sicherheitspolitik falsch verstehen.